Es gibt jetzt gleich ein kleines Theaterstück von der Straßenbande. Es wäre cool, wenn ihr euch vielleicht noch da ein bisschen in der Mitte verteilt, weil hier sonst die Stative im Weg stehen, dann seht ihr das nicht richtig. Genau, 1,5 Meter Abstand, ansonsten so weit wie es geht nach vorne kommen. Ja, wir sind die Straßenbande aus Ringsburg und haben für euch ein kleines Märchen mitgebracht. Und zwar heißt das Der Mensch mit dem Feuerzeug. Kennt ihr das Märchen von dem Mädchen mit den Schwefelhölzern? Ja. Ein armes Kind, das sich nicht nach Hause traut, weil es noch kein Geld mit seinen Schwefelhölzern verdient hat und sich deshalb an diesen wärmt. In unserem Stück befinden wir uns im Hier und Jetzt in einer Welt, in der die Armen immer ärmer werden. Viele landen auf der Straße und haben kein Zuhause mehr. Das sind die, die im Dunkeln leben. Die, die nicht gesehen werden oder nicht gesehen werden sollen. Und diese Menschen hätten gerne ein Zuhause, eine Bleibe. Einen Ort, an dem sie sich wohlfühlen und auch mal ruhig schlafen können. Leider sind viele Unterkünfte nicht den Bedürfnissen angepasst. Eine Schande, wenn Mensch mit offenen Augen durch die Straßen geht und sieht, dass viele Gebäude leer und unbenutzt sind. Seht nun eine Geschichte, wie sie hier und überall auf dieser Welt passiert sein könnte und passieren wird. Der Mensch mit dem Feuerzeug. Ein nachdenkliches Märchen nach Hans Christian Andersen. Es ist kalt und dunkel da draußen. Seit Wochen hat es Temperaturen unter 0 Grad. Es ist Silvesterabend. Die letzten Menschen hasten noch schnell in die Geschäfte, um Besorgungen für den perfekten Jahresabschluss zu kaufen. Bepackt, mit riesigen Tüten und in dicke Jacken gepackt, rennen sie alle durch die Stadt. Die Straßenzüge sind noch feierlich beleuchtet vom Weihnachtsfest. In Gedanken wird schon das Silvestermenü mit den feinsten Zutaten gekocht. Die Sektflaschen werden kaltgestellt oder schon mal der Ofen angeschürt, damit es die Liebsten warm und kuschelig haben. Und während all das geschieht, bemerkt ja kein Mensch die Person in der kleinen dunklen Mauernische kauern. Eingewickelt in zwei alte Schlafsäcke klammert sich dieser arme Mensch an das, was er für heute Abend noch hat. Eine Flasche, billigen Fusel und ein gefundenes Feuerzeug. Das muss Pudding sein. Wird wohl die Nachspeise werden. Ein Löffelchen feinsten Pudding. Was würde ich jetzt dafür geben? Sei! Na, lecker Pudding von Oma? Das wär's jetzt. In der warmen Küche sitzen und eine ganze Schüssel voll Pudding machen. Mein Kind, isst du nur satt, damit du groß und stark wirst und arbeiten und fleißig Geld verdienen kannst. So wie dein Vater. Der hat auch immer den meisten Pudding gegessen. Und jetzt ist er groß und stark. Eines Tages wirst du auch arbeiten. Deine Lohnerhöhung. Dann sparen wir auf ein neues Auto, oder was meinst? Ach, ich lieb dich ja so, meine Fleißige.
lassen, als ich gekündigt wurde. Warum war dir die Kohle nur so wichtig? Warum wird ein Mensch fallen gelassen wegen des Geldes? Wegen des scheiß Geldes! Pass doch auf! Gabbel doch woanders rum! Penner! Penner! Ja, genau! Das war ich dann! Für alle! Ohne Job bist du halt nicht! Aber weißt du noch? Die kleine WG am Stadtrand. So freundlich waren sie zu mir. Ich durfte auf dem Sofa schlafen. Und ich hatte immer was zu tun. Wäsche waschen, einkaufen gehen, für alle kochen. Und die Spieleabende am Samstag. Es war einfach schön. Jawohl, schon wieder gewonnen. Mit den Karten scheint es ja gut hinzuhauen. Ob es mit dem Job auch funktioniert? Naja, ich drück dir jedenfalls die Daumen. Ich meine, eine kleine Wohnung und ein Job ist doch ein schöner Anfang. Und hast du eigentlich schon deine Briefe vom Amt durchgeschaut? Noch einen Schluck Tee? Hier, das kannst du vielleicht zu Hause machen, Sauhund. Hund? Oh ja, mein Lumpi. Ich weiß noch, wie wir uns hinten im alten Park gefunden haben. Du warst allein und ich war allein. Hast mir lange, ruhige, kuschelige Nächte gebracht. Bis zum Winter, als... Lass mich doch wenigstens eine Nacht hier schlafen. Ich bin doch friedlich. Du kannst hier noch so abstehen. Ich kann dich hier nicht reinlassen. Da könnte ja jeder so daherkommen. Besoffen und auch noch mit Hund. Nee, das geht nicht. Was bist du nur für ein Mensch? Soll ich hier draußen erfrieren? Bitte. Keine Chance. Die Stadtverwaltung will das halt so. Ich kann dich hier nicht reinlassen. Hau ab jetzt, sonst rufe ich die Bullen. Neues Jahr, Frau Kollegin. Auf neue Hotels und Wohnungen, mein Lieber.
Hier, dein Anteil. Auf gute Zusammenarbeit.